Ich schneide hier gerade den Vlog, den ihr gestern gesehen habt. Das ist 1:30. 1:30. Und währenddessen wird natürlich ein letztes Peroni geöffnet. Das letzte. Wir haben nicht mehr viel. Das ist nie gut. Nee, das ist wirklich nicht gut. Das ist ein Lapsus. Das ist kein Lapskaus. Was Lapsus? Heute esse ich mal irgendwo Lapskaus. Heute? Er musste. Ne, morgen. Heute nicht. Bei die Bowlen. Noch frühstücken, wenn du in Polen hast? Nee. Das weiß ich nicht. Das weiß ich. Oh, jetzt habe ich sogar den Plan im Kopf dieses Mannes durcheinander gebracht. Nee, der hat gar keinen Plan. Ich habe da jetzt nachts 1:30 keinen Plan, wann ich morgen wann wo. Was wird vom Spieß gegessen morgen? Mit Sicherheit. Ich mache mir da jetzt keinen Kopf, wann ich morgen wo was esse. Man sollte übrigens grundsätzlich unter Alkoholeinfluss arbeiten. Dazu äußere ich mich nicht. Jetzt gibt's feinsten Aal. Zum Frühstück im Fischbrötchen. Und wo geht's heute hin? Zu den Pfäffen. Wohin? 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 Wollen wir nicht Chases auch? Da sind wir hin. Bis jetzt. Heute ist endlich mal nicht so massiv windig und so kalt. Jetzt sind wir in Swinemünde. Hier war ich auch schon mit dem Schwein und dem Tintling. Grüße gehen raus in den Salon Gier. Hier haben sie leider nur einen Ableger mit zur Unterhaltung. Sonst wäre ich jetzt hier drin verschwunden. Oh, das Mädchenvieh. Fati? Wahre Kunst. Wir müssten mehr Schäler werden. Wir werden gleich was ganz anderes erwerben. Ja, vielen Dank für die Slotties. Ja, kein Ding. Losfahren oder? Einmal Schaschlik? Einmal Schaschlik, ja. Vier vom Fass. Was habe ich? Feinste Schaschlik. Vier? Ja. Wie viel ist das denn? Ach, sieht gut aus. Ketchup oder Senf? Senf bitte, nur Senf. Only Senf. Danke. Okay. Wenn es so gut war, dass einfach noch eine Portion erworben wird. Ist das heimlich noch so ein Bier? Ja, das ist nicht heimlich. Das ist unheimlich. Ich liebe es, auf dem Scheißhaus zu sitzen. Und da geht einfach das Licht aus. Mittendrin. Und der Bewegungsmelder, ich weiß nicht, leuchte hier rum, ich kann den einfach nicht mehr auslösen. Es ist einfach dunkel. Wirklich stockdunkel hier drin. Es ist nur der Kamerablitz an. Also, danke für nichts wirklich. Das ist so oft schon mir passiert. Es macht mich einfach nur wütend. Ohne Scheiß. Ich wische mir den Arsch ab und 5 Sekunden danach geht das Licht wieder an. Das ist wirklich unfassbar. Es wird fein eingekehrt hier, im Hilden unten, genossen. Max, sind wir heute Abend nochmal hier? Ich gehe davon aus, im Nachbarrestaurant. Aber sowas können. Feinste Sushi gibt es jetzt hier. Aber was viel besser ist, Max? Feinster Wein. Also langsam mache ich mir auch so. Aber so muss das sein. Das ist das wahre Leben. Wenn man schon Rad geht, ist so. Ich mache mir erst Sorgen, wenn die Flasche alle ist. Wir sind jetzt immer frisch geduscht. Das ist doch ein Anblick. Das ist ja Wahnsinn, wirklich. Fast kein Loch im Zahn. Und hier geht's schon los wieder. Warum wird denn jetzt eigentlich schon wieder so sinnlos gebechert? Ja, das ist völliger Quatsch. Das ist für die Promo. Wie habe ich mit dem Duschbad mein Auge, das brennt. Man sieht doch durchaus sehr rötlich und gereizt aus. Das vom Alkohol ist völliger Blödsinn, das ist wirklich vom Duschen. Sehen Sie auch, stopp. Ach so, ja.
Ja, das passt schon. Wir übertreiben jetzt. Wir müssen dann noch 5,5 Kilometer laufen. Nein, das mache ich auf keinen Fall. Er will unbedingt mit dem Taxi fahren. Ja, ich laufe da jetzt nochmal 6 Kilometer. Ich bin heute schon 12 gelaufen, gestern 16. Du bist heute 12 gelaufen? Kann ich schon zeigen. Deine App. Ich bin da langsam am Nest, da war ich schon unterwegs. Ja, die 12 Kilometer heute, das ist ja der Rückweg. Du müsstest 5 abziehen. Ach, weil wir nachher nur nach Hause gekommen sind. Diese Eisbälle sind Männer im Prinzip. So. Na dann. Einen schönen Abend auf dem Taxiabend. Gute Nacht. Ja, gute Nacht auch schon zum Brötchen. Immer wieder schmackhaft. Das Auge sieht aber auch nicht gesund aus. Das ist brennt wie Sau. Da habe ich mir dieses hier Duschbad einlöpfen lassen. Aber egal, da muss ich durch. Das schmeckt wirklich erfrischend. Wir sind ganz allein im Bus und das ist der allerletzte, der jetzt an die Grenze fährt. Ja, wir fahren jetzt. Ja. Um Gottes Willen. Wir hauen jetzt an. Max. Wir fliegen. Ja, ich auch. So, ich verlasse jetzt in diesem Moment die Bundesrepublik Deutschland. Wir sind in Polen. So, bei Speaking FG Polski sind wir jetzt. Und wir haben noch 3,5 Kilometer zu laufen. Ja, bis zum Abendbrot. Mm. Hier waren wir überwacht, nebenbei gesagt. Oh ja, ist alles überwacht. Tschüssi. Ah. Da ist keine Sau mehr, nebenbei gesagt. Das war mal ausgeraubt. Möglich? Wir sind jetzt hier an Polenmärkten und haben eine wunderschöne Entdeckung gemacht, und zwar diesen Mann. Dobry den! Er ist leider nicht so gut gelaunt. Ich musste gerade explosiv abwürgen meinen Harndrang, weil wir gerade in diesem Wald uriniert haben und innerhalb von 5 Sekunden saßen 5 Mücken an meinem Bein. Er hat es durchgezogen, er hat eine lange Hose an. Du bist leer. Ich habe mich jetzt entleert. Der Mann. Kaum ist man auf polnischer Seite, auf der Promenade ist hier was los, das ist Wahnsinn. Im Vergleich, bei uns in Deutschland ist keine Sau mehr auf der Straße. Die betrinken sich alle nur noch in ihren Ferienwohnungen. Aber die machen es auch richtig. Wollte ich mal sagen. Wir haben übrigens schon um 8 reserviert, das ist jetzt 40 Minuten schon zu spät. Nein, man muss warten können. Jamal. Wir sind jetzt eingetroffen in einem viel zu guten Restaurant für uns. Ah, das ist nicht zu gut für uns. Oh, das sieht schon gut aus. Und im Hintergrund sieht man schon erlesene Getränke. Mhm. Feinste Speisen erwarten uns. Man kann so viel trinken, wie man möchte. Der Gruß aus der Küche. Grüß zurück an die Küche. Feinste Bosch. Und feinste Entenbrühe mit Gänse-Maultaschen. Maultaschen. Das ist unser Hauptgang, der Steinbutt, der wird am Tisch filetiert. Das ist wirklich der Wahnsinn. Dazu feinste Beilagen, feinster Weißwein. Mm, das haben wir gar nicht verdient. So was Edles. Das Gemüse. Sag ja zu deutschem Wasser. Sag ja zu neuseeländischem Wein. Das ist ja hier. Auf jeden Fall viel zu wenig Wein. Das stimmt. Schön wie Schwein. Feinster Steinbutt. Ich habe die untere Hälfte, da fährt ja die obere Hälfte, die sieht natürlich ein bisschen besser aus. Die sieht besser aus, wenn man der hat den Wagen jetzt erstmal in die Küche gerammelt. Hörst du das? Der fuhr jetzt so rein. Nein, du hast ja nicht. Du das schmecken lassen. Ein Vater will nie, dass sein Kind, also sein Sohn, unglücklich ist. Dafür hast du aber Unmengen von Zitrusfrüchten, die ich nicht habe. Das ist wirklich unfair, das stimmt. Schick nach Zitrusfrüchten. Mmh. Dieses Gemüse ist langsam kalt. Nee, dann lass es dir schmecken. Der Wein ist viel wichtiger als das Essen. Ja. Ich habe überhaupt keinen Hunger. Ich habe noch nie Hunger gehabt. Nur durch. Wie bitte?
Das ist doch ein... Der ist sehr aromatisch. Das ist ein Schwanzwein. Der ist sehr interessant. So, jetzt versuchen wir heimzukommen. Aber das wird glaube ich nicht. Occupado! Occupado! Sieht nie gut aus. Nee, nee, das vorne. Das war auch ein reges Treiben, auch des Nachts. Ja. Mit viel Leben sind diese Straßen hier gefüllt. Da bin ich sehr gesättigt. Ja, das war wirklich gutes Essen. Das ist Schmarrn. Aber für kleine Kinder ist das so gut. Ich habe gerichtliche Verordnung. Ich muss jetzt Nein sagen. Der Lifestyle. Ich bin satt. Ich habe Covid-19. Zum Vergleich, wir sind jetzt da in unserer Straße, wo wir schlafen. Das ist 8 Minuten her, ne? Hier ist einfach keine Seele mehr auf der Straße, wahrscheinlich schon seit Stunden. Deutschland ist so ausgestorben, diese verdammten Rentner. Kamm! Sind jetzt alle aufgewacht. So, jetzt sind wir eingekommen. Ist ja flink. Jetzt geht's weiter. Ne, viel haben wir. Gucken wir mal. Dieser Kühlschrank ist einfach traurig. Vor allem das Beste ist, dass sie keine Berner Würstchen haben. Das Schlimmste ist, wenn das Bier ist. Das ist herum, das ist Jugendes Vorsprung. Das Schlimmste ist, wenn das Bier ist. Grüße gehen raus an Laszlo. Oh, das gute Spaten. Ja, das ist Laszlo, das ist noch von dir. Laszlo ist auch ein guter Mensch. Wieso? Woran haben Sie gedacht? Was ist denn hier für ein Scheiß? Das Glas? Das ist ein angenehmes Weinglas, ein Rotweinglas. Oh, Moment, ich bin, Moment. Ich bin sehr aufgeregt. Moment. Ist aber schön. Guck dir das mal an. Das ist wirklich ein schöner Klecks. Mit der Perlenbildung, also ich muss ganz ehrlich sagen. Und der Hanseporter, ich habe es schon mal empfohlen, ist wirklich ein sehr, sehr, sehr schmackhaftes Bier. Störtebeker Hanseporter, karamellig, malzig mit 4%. Stellst du eine Kooperation an? Nein, ich will das wirklich den Leuten empfehlen, weil das ein sehr unbekanntes und sehr schmackhaftes Bier ist. Jetzt bringst du mir noch ein Handtuch, richtig? Ja. Vielen Dank. Ich lasse es mal hier. James. James Butler. Ja, jetzt stoßen Sie doch mal bitte ein mit gutes, mir. Ich sage ja zu guten Spaten. Was steht denn auf dem Glas? Nichts. Da steht was. Das ist personalisiert. Das ist eine Weinglas. Das ist Und das ist einfach nur schmackhaft, wirklich. Es ist ganz traurig. Ja. Also wir haben auf jeden Fall durch die Fernsehsendung der letzten Stunde habe ich gelernt, dass die DDR nie stattgefunden hat. Die DDR hat stattgefunden. Da reden wir später drüber. Ja, ist egal. Leugnest du Tschernobyl? Ich leugne gar nichts. Ich leugne. Das ist die letzte Flasche Peroni, die wir haben. Das Schlimmste wenn das Bier alles. Das singe ich seit 2 Stunden. Nee, das geht immer tierisch auf den Sack. Inka-Pause. Was macht eigentlich Fanta hier auf dem Tisch? Die kann definitiv nicht von mir sein. Der Erzfeind. Kennst du eigentlich die dunkle Vergangenheit von Fanta? Nee, weil mich das Fanta nie interessiert hat. Das ist nicht überhaupt nicht. Wir haben jetzt leider Gottes schon schweren Herzens gepackt. Pfand! Das ist schwer für mich. Der Vater wäscht ab. Aber wir haben alles. Warum haben wir schon was? Wir haben alles eisverbunden. Ich bin trunkig und jeden Vater die ganze Zeit auf den Sack. No. Und das Schlimmste ist. Ja, das ist das Eis. Ja, lassen wir das Eis bleiben. Nehmen wir das mit? Nein, da freut sich irgendein anderer, was da packen darf. Vielleicht sind wir irgendwann wieder hier und das ist noch da. Zeig doch mal das Schlimmste. Das Schlimmste. Das Schlimmste ist das hier. Ja, ist so. Das ist Gateboys Logo. Hallo? Jetzt mal hier die Leute belästigen. Warum? Ihr müsst dich belästigen. Nein. Ich fass mich mal nicht an, das ist nicht gut.
Das Schlimmste. Aber ich merke, das sind Schmerzen für uns beide am Ende. Diese Schuhe müssen wir mal. Also fahr die Klöverbier aus der Unterkunft? Nein. Ihr deine Eierlikör nehme ich mal mit, ne? Und wir müssen jetzt leider gehen. Das ist eigentlich nicht schön. Das ist nicht gut. Aber nochmal zum Schluss. Ja, wir machen jetzt zu. Wir kommen hier nicht mehr raus. So, so, ja. Hör mal auf, das ist nicht. Ein bisschen kaputt. Ich mach's los. Also wer dieses Eis nehmen will, muss sich einfach diese Ferienwohnung hier mieten. Ja, wer kann da das kriegen? Ich könnte ja nicht trinken. Ja, ich bin traurig, dass wir wieder gehen müssen. Also dem Herr Habeck würde das hier nicht gefallen. Hier werden fossile Brennstoffe sinnlos in die Umwelt geschleudert und verbrannt. Das letzte Fischbrötchen wird jetzt mit warm geräuchertem Lachs genossen. Wo ich es gewusst habe. Warm. Was ist denn eigentlich eins deiner Highlights in der Arlberger Promenade? Neben dem Riesenrad? Die Seebrücke, wo wir jetzt hingehen. Ne? Komm, mach's spannend und isst dein warm geräuchertes Brötchen. $0.50 sind immer $0.50. Ja, hier kannst du dich nicht aussetzen. Wir nehmen nun nochmal Abschied von diesem wunderschönen Meer. Dort sind sogar Leute am Baden. Das ist wirklich krass. Über die drüber. Ich habe gehört, in anderthalb Monaten sind wir wieder hier. Nee, weil ich heute einschlafe. Dieser Mann erwirbt den feinsten Aal. Wir müssen Aal kaufen. Moment, große Stürze. Wird er es verglichen? Ich könnte meine besser beschreiben. Nicht nur, was es geht, wie er aussieht. Also darum geht es. Frische und Preis. Genau. Es gibt bald kein Euro mehr, der überhaupt bei Euro wert ist. Der Vater hat auf seinem Aalbrötchen deutlich mehr Aal als ich letztens. Und das finde ich eine soziale Ungerechtigkeit. Die wissen schon, wem es zusteht. Aalsatt. Möglich auch getrennt. Das ist jemand noch. Kauft mir Aal. Was will, dass es keinen Streit gibt? Ja, so ist es. Den ganzen Boden von der Pfand. Das Pfandvieh ist unermüdlich am Sammeln. Das ist wirklich herrlich. Der Aal finanziert sich nicht von alleine. Das ist herrlich. Ich steige auch jetzt ins Business ein. Führst du diesen Prozess hier gerne aus? Nee, die kosten Geld. Mal sehen, wie viel. Du wirst ganz schön teuer geworden. Aber was soll's. Wir verlassen nun wieder die Insel Usedom. Nicht schön. 3 Tage schon wieder rum. Aber wir kommen wieder. Das ist wie eine Drohung. Ja, sehr gut. In Belling, bei einem massiv traditionellen Bäcker, gibt es jetzt noch ein Mahl, und zwar mit Broten, die so dick geschnitten wurden. Also daumendick ist ja schon gar kein Ausdruck mehr. Das ist ja wirklich Wahnsinn. Also ich habe noch nie so ein dick geschnittenes Brot gesehen. Einen schönen Bienenstich danach. Und hier gibt es leider keinen Räucherfisch mehr. Die sind wohl pleite gegangen. Und Grüße gehen an dieser Stelle raus an den ehemaligen Restaurantinhaber Patrick Singh. Vater ist ein Businessman. Ja, das finanziert sich alles nicht von alleine, Herr Max. Sieht immer so schön aus.
Oh ja. Wenn ich hier möchte, eine Freude machen kann? Nee, dann wollen die Leute, dass du das zuschickst. Das ist immer nicht gut. Jetzt muss man im Timer stiegen, solche Angebote. Jedenfalls, der Fadi hat heute wieder gutes Zeug bekommen. Grüße gehen raus an Herr Lewandowski. Herr Lewandowski. So, Schluss jetzt. Wir müssen Bier holen. Die erste Packstation wird entleert. Der Prime Day wurde hier genutzt. Oh, das ist schwer. Das ist ein gutes Zeichen. Das ist grundsätzlich ein gutes Zeichen. Oh. Naja, das ist immer was Flüssiges. Jetzt kommt der Hammer. Das ist legitim. Was? Das ist kompakt. Der Urlaub ist ja übertrieben. Diese Kurzreise ist hiermit beendet.